Dieter Broos von den Grünen ist schon am Wort. Der im Prinzip das Rederecht hier im Plenum für die Aktuellen Stunden und für die Europaerklärungen vorgesehen hätte. Es hat den Antrag der Grünen gegeben, wo wir generell bei europarelevanten Debatten ein Rederecht vorgeschlagen haben. Und es hat den Antrag der NEOS gegeben, das ein generelles Rederecht der Europaabgeordneten vorgesehen hätte. Jetzt gibt es einen Kompromiss, der von allen getragen wird, deswegen offenbar auch von allen als vernünftig eingeschätzt wird, wo auch dazugekommen ist gegenüber dem Vorschlag der Regierungsparteien, dass auch bei Primärrechtsänderungen, also bei Vertragsänderungen, Stichwort ESM-Vertrag, Stichwort Lissabon, Stichwort Beitritte von neuen Mitgliedstaaten, ein Rederecht im Plenum gewährleistet wird. Und ich glaube, in diesem Rahmen ist es auch lebbar. Die Befürchtung, die dann schon auch alle geteilt haben, war, dass ein umfassendes Recht auch bei der Frage, wie ist das vereinbar mit den Pflichten, die die Europaparlamentarier in Brüssel haben, machbar wäre, dass wir jetzt eine gute Lösung gefunden haben. Die Punkte, die die FPÖ angesprochen hat, sind für mich deshalb auch schwer nachvollziehbar, weil vieles ja eigentlich auch für die Ausschüsse gelten müsste. Also warum es eine Unterwerfung ist, wenn man im Plenum, Unterwerfung, Zitat Dahmann in dem Fall, im Plenum ein Rederecht für Europaparlamentarier hat, aber im Ausschuss, dass es positiv dargestellt wird, ist für mich nicht wirklich schlüssig. Der Unterschied ist ja de facto, ja, Arbeit ist im Plenum, im Ausschuss arbeitet man, im Plenum arbeitet man nicht. Ich weiß nicht, das ist eine interessante Definition dabei drinnen. Was man allerdings wahrnehmen kann, ist, im Ausschuss gibt es keine Öffentlichkeit. Und das ist heute für einen ziemlichen Nachteil dabei drinnen, weil ich glaube, und das ist auch ein legitimes Interesse, dass eine Wahlbeteiligung von, ich weiß nicht, jetzt haben wir gehabt 44% oder so bei der letzten Europawahl, etwas ist, was niemanden freuen sollte, sondern das Ziel sein sollte, Europa nicht nur alle 5 Jahre dort bei einem Wahlkampf sichtbar zu machen, sondern dazwischen ist einfach mehr Sichtbarkeit gibt. Und das trifft die Medien genauso im Übrigen. Wenn man sich das anschaut, sieht man Europaabgeordnete vor den Wahlen dazwischen kaum. Und es ist irrsinnig schwierig, auch dieses Thema in Österreich präsent zu machen, wo es nicht daran liegen würde, dass es keine vernünftigen Initiativen gibt oder auch bedeutende Europaparlamentarier, die bei uns in Brüssel tätig sind. Also von dem her betrachtet, ist es auch ein legitimes Ansinnen, finde ich, Europa hier mehr sichtbar zu machen. Wenn Sie das als Show bezeichnen, mag das sein. Ich sehe das deutlich anders. Ich sehe es als die Möglichkeit, transparent zu machen, dass das, wovon alle reden, wie eng nämlich Europapolitik und nationale Politik verknüpft ist, wie viele Abhängigkeiten es voneinander gibt, wie viele Bestimmungen es gibt, die umgesetzt werden, dass das hier im Hause stattfindet. Und eins kann ich schon sagen, wir haben relativ oft unsere Europaabgeordneten im Club auch da. Und das ist jetzt mal äußerst interessant, weil dort einfach Aspekte kommen, die von hier in dem Ausmaß nicht berücksichtigbar sind, die man auch so nicht mitkriegen kann in der täglichen Arbeit. Und es ist jetzt mal eine Belebung der Debatte, wenn das, was in Brüssel stattfindet, im Europaparlament stattfindet, auch in der Clubsitzung eingebracht wird. Und ich glaube, niemand von unseren Abgeordneten kann sagen, dass das nicht ein Zusatznutzen ist, der kommt. Und ich weiß nicht, warum das im Parlament nicht genau das Gleiche sein sollte. Also von dem her eine vernünftige Lösung, die auch lebbar ist und erfreulicherweise nach einigen Monaten Verhandlung jetzt ein Antrag, der eine entsprechende Mehrheit findet. Zustimmung zum Rederecht für EU-Abgeordnete im Nationalrat kommt also von Dieter Broos von den Grünen.